So, willkommen zurück bei Assassin's Creed. Und das mit der Maus müsste gehen. Ich habe jetzt nicht gehört, also ich habe sie nicht gehört. Das ist ja schon mal gut. Da hinten ist Welt. Ich würde sagen, Abmarsch. Nessa. Ein bisschen schneller, bitte. Danke. Da, bisschen darüber. Oh, das liegt auf dem Weg. Dann gucken wir da noch mal eben vorbei. Wenn das schon so praktisch auf dem Weg liegt, kann man da ja auch mal ganz kurz schauen, was das ist. Wow. Auf jeden Fall ist da ein Bär. Ach, hier ist wieder was verflucht. Gehen wir jetzt eben wieder. Okay, der greift direkt so an. Muss irgendwie da hochkommen. Da, von dem Baum aus vielleicht. Das könnte gehen. Und ne, hier sind auch, hier sind überall Stacheln an den Bäumen, dass man nicht hochkommt, ja? Ja. Dann von dem Hügel aus, das könnte gehen. Vielleicht von hier? Oh. Die sollte ich nicht essen. Nee, das geht auch nicht. Dann von hier hinten. Okay, jetzt hab's gefunden. Ach komm, willst du jetzt? Jetzt willst du mich verarschen, oder? Was willst du denn? Ich habe gerade das interessant, weil das ist ja cool. Ich habe gerade meine neue Maus hat noch ein paar Tasten, was? Die eigentlich hier treiben sich böse Geister herum, die ich nicht wirklich belegt habe. Aber ich habe gerade gemerkt, wenn ich da drauf drücke, weiche ich aus. Das ist ja praktisch. So. Warte mal, nee, ich muss dahin. So. Treffer. Verdammter Trollzauber. Hui. Noch höher komme ich auch nicht. Okay. Sonst ist ja auch nichts. Wollen wir mal.
Sorry. Hi. Eivor, wir erwarten deine Befehle. Waffen und Rüstzeug habt ihr dabei? Ja, Rabenzähmer. Gut, dann graben wir uns ein und warten auf unsere Freunde. Sei gegrüßt, alter Freund. Als ich die Gelegenheit bot, eine Axt in den Boden von West Saxe zu rammen, hast du an mich gedacht. Welch Ehre! Ist alles vorbereitet, Eivor? Sind wir bereit, Hofes Kester einzunehmen? Ja. Ruft unser Heer zusammen. Zerren wir diese Maus aus ihrem Loch. Wir dürfen wieder eine Feste einnehmen. Juhu. Na, das sieht gut aus. Auf geht's. Oh, das ist aber... Das ist aber ein Riesending. Da fliegen schon die Feuerpfeile. Herzlichen Glückwunsch. Davon auf zu brennen. Deckung! Nein, so weiter! Der Rambok kann die Flammen nicht durchqueren, Eivor! Dann werden wir sie löschen. Alter! Wer konnte hier nicht das Wasser lassen? Gemeinsam!
Alter, das ist praktisch, dass ich über das mit der Maus jetzt einfach ausweichen kann. Wow. Okay, jetzt von wo schießen wir denn? Edmund hat sich in seinem Wehrturm verschanzt. Kämpft euch vor! Und zurück. So. Kurz warten. Zu langsam. So. Und ihr werdet alle fallen! Oh, ich dachte, das wird reichen. Hey, hey, hey. Achtung, das Öl! Das ist aber stabil. Das ist aber stabil. Egal, wir kommen da noch durch. Los! So weiter! Hinein! Dann müssen wir weiter oben nach einem Weg hineinsuchen. Das war knapp. Was denn? Ja! Ich hab dich gesagt!
Das ist aber... mit dem dicken Hammer. Halt getroffen? Jetzt aber getroffen. Wow. Was für ein Gemetzel, Alter! Zähl immer mehr! Dieser Feste überlasse. Ich mähe dich nieder, Athene. Ihr räutigen Hunde werdet Trophes Fester nie einnehmen. So, was sagst du jetzt? Ich würde sagen, Festung in unter 20 Minuten eingenommen. Naja, ja Ihr doch. Ihr wagt es, diese Feste einzunehmen? Elfreds Heer wird die Zinnen mit euren Gedärmen schmücken. Wir sind nicht wegen Land und Steinen hier, Tarnt Edmund. Ich scheiß auf euch und eure Märchengötter! Ich werde mich euch nicht beugen, wie ein Lord von euren Gnaden. Eher sterbe ich. Wie viel wird uns dein König wohl zahlen, damit wir deinen wehleidigen Kopf auf deinem Hals belassen? Ein Heer marschiert von Süden her auf uns zu. Ein Gottesmann aus dem Priorat des heiligen Hadrian mit einer Fürth. Ah, also ab Kühnebert. Gepriesen sei Gott. Wenn es Reichtümer sind, die ihr wollt, die Kirche hat reichlich davon. Wenn er ein gutes Angebot macht, hast du deine Freiheit. Ein oder zwei Thron Silber für eine schmutzige Ratte aus der Kloake. Bleib ruhig, sonst werde ich nicht verhindern können, dass mein Freund dir die Kehle aufschlitzt. Ah! Nicht so grob, Heide! Pass auf, wie du mich anpackst! Hä? Du liegst auf dem Pferd, keiner packt dich an. Du wirst sterben für all die Demütigungen, die ich durch dich erdulden musste. Das hat nichts mit dir zu tun, Tarn. Für mich bist du nur ein fettes Lösegeld. Deswegen zerschmetterst du meine Tore und tötest meine Männer? Nur für etwas Silber? Du hast keine Ehre.
Genug, sonst gebe ich dich den Sachsen mit 10 Fingern weniger zurück. Da! Ihr dort, Heiden, lasst diesen guten Mann ziehen oder zahlt den eisernen Preis. Und was bietest du uns im Gegenzug an? Euer Leben. Viele Männer starben beim Sturm auf die Feste. Ihr Tod soll nicht umsonst gewesen sein, Christos Sklave. 20 Ton Silber. Gib ihnen, was sie wollen, Kühnebert. Das ist eine große Forderung, die ein Loch in Gottes Kasse reißen wird. Ohne ein Unterpfand kann ich das kaum erlauben. Tedmund? Du willst mir Geld für mein Leben abpressen? Du warst rasch hier, Abt. Nicht lang, nachdem diese verkommenen Würmer meine Feste übernahmen. Im Auftrag des Herrn, Tedmund. Beim Gebet überkam ich eine schreckliche Vision. Ein Heidenheer, das dein Leben bedroht. Ein Zufall, den ich recht... recht verdächtig finde, Abt. Hast du... Gott, hilf dir! Geht es dir gut? Luft! Ich brauche Luft! Er ist tot. Da war Gift im Spiel, kein Zweifel. Nein! Weck den Mann auf! Er kann nicht tot sein! Er darf nicht tot sein! Vergiftet? Wie kann der Mann in unseren Armen an Gift sterben? Viele große Könige und Umnachtete tragen in Kriegszeiten Gift bei sich, um der Gefangenschaft zu entgehen. Und dem Lösegeld. Eine Katastrophe! Alfred wird einen anderen wählen und... Bei allen Heiligen! Wie soll ich das nur dem König erklären? Wir gingen den Weg bis zum Ende, Kühnebert. Dir mag nicht gefallen, wohin er führte, doch schuldest du uns deinen Teil des Handels. Ihr sollt euren Paladin haben. Ich brauche einen Tag. Kommt morgen in meine Abtei und ich werde... Oh je, oh je. Diese Verzögerungen zehren mir an den Knochen. Wir sollten Kühnebert vergessen und Fulke selbst finden. Frieden, Eivor. Sprich mit Gedrick und entlasse ihn aus seinem Schwur. Wir sehen uns bei Kühneberts Abtei. Eieieiei. Hat sich schon verrückt. Ihr habt wie Bestien aus eurer Hölle gekämpft, Gedrick. Dein Schwur mir gegenüber ist erfüllt. Es war gut, Schulter an Schulter mit dir gegen die Schweinehunde aus Westsaxe zu stehen. Möge unsere Freundschaft andauern. Dieses Dornengeflecht der Christen und Herrscher bedeutet mir nichts. Ich bin wegen Sigurd hier. Das verstehe ich. Wenn du ihn wiederfindest, komm zu mir. Wir feiern und singen und wärmen uns an Met und Freundschaft. So sei es. So sei es. Okay. Wir werden... Wir haben wieder 2 Punkte, okay. Gifthauch. Gegner, die durch einen deiner Giftangriffe sterben, hinterlassen eine Giftwolke, die alle vergiften, die sie einatmen. Also auch uns. Toll. Eigentlich wollte ich auf die Karte gucken. Wo sind wir? Hier. Ja, wusste ich doch, dass hier ein paar Sachen für uns zu holen gibt. Der erste ist direkt hier oben. Erstmal wieder ein bisschen Proviant hier aufnehmen. So, was kommt jetzt? Mit Basti müssen wir uns wieder treffen, okay. Über uns. Komm ich denn hier jetzt nach oben? Oh shit! Probieren.
Wow. Jetzt nicht abschießen lassen hier. Ja, genau. Warum auch die Treppe nehmen, wenn man... Jetzt bin ich zu hoch. Ach, toll ist das toll. Kann ich denn da jetzt schon wieder rein? Nee, Moment. Da, hä? Bin ich im falschen Turm? Ich bin im falschen Turm. Ich muss da rüber. Okay. Dein So kommt man auch wieder von irgendwo runter ohne. Hey, das halt mal. Das dauert. Ja. Hast recht. Hier ist unten. So. Hier hoch und ab. Hui. Vor die Nase gesprungen, sehr gut. Würde das sein, da komme ich doch so bestimmt nicht rein. Okay, ich muss da rein. Toll, steht der Typ da. Da oben komme ich rein. So. Wunderbar.
Oh ja, jetzt gibt's Stress. Stehen, ist das ein Arzt? Wo ist eigentlich hin? Darüber. Oha. Na egal. Da muss ich rein. Wird er irgendwann, weil irgendwann ist Evo tot. Okay, ich komme hier nirgendwo nach oben. Dann muss ich einen anderen Weg da reinfinden. Warte mal. Hey, hier auch nicht? Hä? Vielleicht sehe ich von. Ach Quatsch. Vielleicht sehe ich von hier irgendwo was. Nicht wirklich, hä? Ich dachte so. Hier doch von unten, warte mal, vielleicht da sieht man das von unten. Okay. Da ist eine. Da ist was, was ich von unten kaputt machen kann. Oh, ich brenne. Scheiße! Geh aber nicht hier. Mist! Scheiße, das wird teuer. Wo geh doch aus, du Scheißfeuer. Das brennt! Das gibt's doch gar nicht. Geh ruhig. Es müsste hier, es hinter der Wand. Wie komme ich da denn hin? Gut. Ah, hier unten. Von hier unten geht das, theoretisch. Ja, der Part ist eigentlich schon vorbei, aber das machen wir jetzt noch zu Ende hier. Können wir beim nächsten Mal schön wieder mit der Mission weitermachen. Wo habe ich denn versucht? Ah, stimmt. Ich habe versucht, hier reinzuschießen, weil es von außen so aussah, als wäre da ein... halt so eine Platte, die man kaputt machen könnte. Soll ich von hier jetzt raus? Nö. Ich habe einen Vogelkäfig mitgenommen.
Was soll ich denn mit dem Vogelkäfig? Hat doch ein Vogel, aber der wohnt schon auf meinem Kopf. Okay, das ist ganz da oben. Gut. Dann gehen wir mal wieder hier hoch. Das auch wenn es vielleicht wieder wahrscheinlich weh tut. Okay, der war gut. Schön im Sprung einmal um die eigene, um dich selbst gedreht. Herrlich. Okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, damit haben wir hier alles. Sehr gut. Wir sollen dahin. Dann geht's weiter. Hier hin und beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Ich hoffe, ihr seid. Wenn man zu schnell redet. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Hier ist es zu still. Wo sind die Brüder oder die Männer des Abts? Das werden wir beim nächsten Mal rauskriegen, was hier los ist. Ich sage erstmal bis dahin und ciao.